Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Gamers Palace Streaming Samstag Season 2. Ich bin Mekota und heute Ihre Flugbegleiterin. Die Notausgänge befinden sich rechts, hinten und vorne. Bitte kontaktieren Sie mich, sobald Sie einige Probleme bemerken. Das wollte ich schon immer mal machen. Und deswegen heiße ich euch jetzt auch nochmal alle willkommen zu unserem Streaming Samstag Nummer 3. Ich starte jetzt mit Custom Quest 2. Wir sind hier schon im Menü, auch wenn das nicht so aussieht. Und ja, ich bin bis 13:45 euer Spieler sozusagen. Und ich muss ganz kurz nochmal dem Tomari was fragen, ob der eigentlich unser Portal umgebaut hat. Hoffentlich hat er mich jetzt gehört. So, und wir gehen hier direkt in das geheimnisvolle Portal und starten ein neues Spiel. Der Tomari hat auch gerade bestätigt, dass er das Portal umbaut. Ein guter ist das. So. Ein neues Spiel starten. Ich glaube, das kann man wieder nicht so gut lesen. Der Reynolds sagt, und was passiert, wenn uns dieses Portal wie letztes Mal zu einer verrückten Monsterwelt schickt? Das ist eine Anlehnung an den ersten Teil. Hast du eine bessere Idee, fragt seine Schwester. Nein, ich schätze, ich mache mir nur um unsere Eltern Sorgen. Wir waren eine Weile weg. Ist dies das Portal nach Hause? Boah, das ist ein Schwarzer, der ist bestimmt... Naja, gut. Ich sehe keine Eigenschaften, die ein Ziel anzeigen würden. Ich bin sicher, es ist okay, Everett. Spring rein. Ich? Ich gehe nicht zuerst. Dort drin könnten Kobolde der Stufe 20 warten. Nein, ich muss weitere empirische Daten sammeln, indem ich beobachte, wie ihr hineingeht. Nun, ich bin ihr Forschungsassistent. Dann nach dir, Reynold. Ich habe schon viel zu viel Ruhm von dir, Eingeheimsschwester. Du solltest als Erste gehen. Aber du bist ein Augapfel. Du wirst die Monster besser erkennen können. Du würdest deinen eigenen Bruder ganz allein durch ein seltsames Portal schicken? Du bist das Monster. Wenn nur einer von uns überlebt, würden Mom und Dad wollen, dass ich es bin. Ah, Kinder. Leute, hört auf damit. Das kann man nur fair entscheiden, indem man eine Münze wirft. Gut. Gut. So, sehen, was die Münze macht. Sag es uns, Everett. Wer geht zuerst? Ja, lass uns nicht zappeln. Und? Okay, Wren musste wohl zuerst gehen und wir sind mitten im Ladebildschirm. Ist ein bisschen blöd, dass es nicht synchronisiert ist, wie ich finde. Deswegen muss ich ein bisschen sprechen. Süßes, sonst gibt's Saures, sagt der Yoshi. Ob das eine Anlehnung an Yoshi P. ist? Hey Kinder! Wir sind zu Hause! Ich wusste, dass dies das richtige Portal ist. Aber irgendwas stimmt hier nicht. Als wir aufgebrochen sind, war ja nicht Halloween. Nun, das ergibt doch Sinn. Tut es das? Diese Portale sind wie Wurmlöcher in der Zeit. Wir haben wahrscheinlich eine kleine Zeiterweiterung erlebt. Genau, Everett. Mann! Also, sind wir Zeitreisende? Irgendwie schon. Wir haben ein wenig Quantenzeug gemacht. Niemand kann wirklich durch die Zeit reisen. Wer ist das denn? Hey, ist das nicht Dr. White?
Warum ist er so unruhig? Finde eher, dass er gruselig aussieht und nicht unruhig. Dieser Zahnarzt hat mir schon immer Angst gemacht. Beschert sich um ihn. Lasst uns zu meinem Haus gehen und Süßigkeiten tauschen. Gute Idee, ich muss meine ganze Lakritze bei euch abladen. Wir sollten erst bei Mom und Dad vorbeischauen. Oh, wir kommen in ein paar Minuten nach. Okay, bis bald. Komm schon, Lucy, der Letzte ist ein Weichei. So, jetzt können wir schon direkt uns endlich mal bewegen. Und wir hauen einfach so ein paar Sachen kaputt. Scheiß Mülltonnen, in denen überall noch Süßigkeiten rumliegen. Mal sehen, wir sollten auch unsere Eltern finden. Hallo! So, das hier sind unsere Eltern. Hey Dad! Hallo Ren, freust du dich schon auf die Halloween-Party? Halloween-Party klingt toll! Ja, tut es. Ich schätze, wir sehen euch bald dort. Wir warten nur auf Mrs. Puttepam. Okay. Sie braucht Hilfe beim Aufstellen ihres Stands. Okay. Wir treffen also unsere Eltern bei unserer Halloween-Party. Aber wir gucken erstmal, was der böse Arzt hier macht. Wie kann diese Stadt es wagen, ihn... Toll, das kommt jetzt... Mann, ey. Wir schlagen ihn mal. So. Bam. Sollen uns die Zähne putzen gehen? Alles klar. Laufen wir eben weiter. Hier vielleicht? Ah ja. Ja, bei uns ist alles gut. Und bei dir so? Aus dem Weg, ihr Rotzlöffel! Hey! Vorsicht! Da bist du ja, du bist zu spät. Wir wollten uns bei der Gasse treffen. Was machst du hier? Ah, nun? Du bist ein Zeitzauberer. Du hast keine Ausrede für deine Unpünktlichkeit. Nun? Aber kommen wir zum Geschäft. Bist du bereit, deine Schulden zu begleichen? Nun? Ich bin mir sicher, dass der Zeitzauberer so Geräusche macht. Wirklich? Endlich, jetzt kann ich mir holen, was mir gehört. No. Was macht er jetzt? Hast du das gesehen? Ich stehe direkt daneben. Moa, ich hab ihn, er gehört mir. Mit diesem Talisman habe ich das Monstertor geöffnet. Die Repugianer sind frei. Heute oder meinst du generell, was ich sonst so zocke? Oh nein. Ich hoffe, ihr habt das Türklingeln gerade nicht gehört. Wir ignorieren die Tür einfach. Generell zocke ich JRPGs, Action-Adventure,
Eine ganze Menge. Eigentlich. Hack and Slays spiele ich auch gerne. Zum Beispiel Dynasty Warriors und so. Ja. So, also wir sind jetzt durch dieses Zeitportal gehüpft und lassen uns jetzt überraschen, wo wir hier rauskommen. Aha, okay. Warum kann ich nie auf meinen Füßen landen? Das war verrückt! Was zum Teufel ist hier gerade passiert? Ihr seid gerade in die Zukunft gereist. Schön. Das weiß ich noch nicht so genau. Ich fand es bisher nicht ganz so ansprechend, aber mal sehen. Wayne Reynolds, freut mich... Oh, Moment, das ist ja... Freut mich, euch wiederzusehen. Kennen wir euch? Erkennt ihr uns nicht? Wir sind Everett und Lucy. Und ratet mal, wir sind jetzt verheiratet. Was? Ich wusste es, dass du auf sie stehst, Everett. Gebe ich gern zu. Haha, ich wünschte, wir hätten mehr Zeit zum Plaudern, aber wir brauchen dringend eure Hilfe. Oh ja, wir müssen uns beeilen, wir haben nicht viel Zeit. Wir müssen noch ein Zeitloch öffnen, aber ihr braucht erst ein paar Kostüme. Geht in den Schuppen im Garten, wir haben dort ein paar, die ihr euch leihen könnt. Und passt auf, dass euch nichts passiert und niemand sieht. Wozu brauchen wir Kostüme? Beeilung! Sie wissen, dass wir hier sind. Wir erzählen euch alles, wenn ihr mit den Kostümen wieder da seid. Okay. Kostüme, hat er gesagt, sollen wir uns besorgen. Heißt ja auch Costume Quest, also... So. So, da hat es gerade ein bisschen geruckelt. Yeah, zwei Kostüme haben wir gerade bekommen. Ein cooles und ein nutzloses. Genau, Reynold beschwert sich auch, dass er das Maisbonbon-Kostüm hat. Weil das macht nämlich gar nichts. Komischer Rabe. Ihr Kinder solltet nicht mit Kostümen hier draußen sein. Ihr kennt das Gesetz. Was für ein Gesetz? Wir sind nicht aus dieser Stadt. Keine Süßigkeiten, keine Kostüme. Es ist lächerlich, ich weiß. Aber Overlord White regiert jetzt die Welt. Die Zahndrohne hätte euch erwischt, wenn ich nicht hier gewesen wäre. Danke, aber wir können auf uns selbst aufpassen. Ich glaube, dass du das glaubst, aber ich will es selbst sehen. Mal schauen, wie gut du in diesem Superheldenkostüm bist. Oh, Kampftutorial. So. Wow. Oh, Entschuldigung, ich hab euch gerade fallen gelassen. Ihr seid mir vom Kopf gefallen. Tut mir leid. So, mal gucken. Das Kampftutorial. So. Hi. So, nochmal. Sehr schön. Meisterhaft, sagt auch Corvus. Ha. Jetzt müssen wir blocken. Geklappt hier. Sehr gut. Oh, blocken ist nur ein bisschen... Blocken ist ein bisschen tricky manchmal. Also gerade später im richtigen Kampf dann. Spezialangriff.
Oh. Okay, soll ich den Spezialangriff auswählen? Der ist eigentlich ganz cool. Gut, mehr kann er uns momentan nicht beibringen. Da müssen wir erst noch ein ganzes Stück in der Story weiterlaufen, dass er uns was Neues beibringen kann. Gehen wir mal zu Everett und Lucy zurück. Die uns jetzt noch ein... Also unsere Aufgabe ist jetzt, in die Vergangenheit zu reisen und die Voodoo-Familie quasi zu finden. Ja, man verwandelt sich dann im Prinzip in die Kostüme, die man trägt. Und ist dann, wenn sie das Superheldenkostüm trägt, ist man dann halt sozusagen Supergirl und er trägt gerade das Maisbonbon-Kostüm. Das heißt, er ist dann ein großes Maisbonbon. Aber das werden wir wahrscheinlich gleich direkt im Kampf, kann ich euch das zeigen. Hexen? Haben wir die Hexen gefunden? Nein, falscher Alarm. Das sind normale Menschenkinder. Sie haben den Talisman nicht, den wir suchen. Ihr sucht die Hexen auch? Nun, das ist aber schade. Warum sagst du das, Menschenkind? Wenn ihr nach den Hexen sucht, heißt das, dass ihr uns im Weg seid. Ha! Denkt ihr, ihr könnt uns abschrecken? Wir sind Scherben. Das sind... Heißt das nicht Schergen? Also, die sind auf jeden Fall überall. Genau, die sind auch ziemlich fies. Weil die dann später auch besondere Fähigkeiten haben und ein bisschen böse sind. So. Seht ihr, er ist jetzt ein Bonbon, sozusagen. Ein großes Maisbonbon. Und macht deswegen auch nichts. Oh. Ist ja auch ein Spiel. Die können sich dann später auch, wenn man dann zum Beispiel das Pterodactylus-Kostüm freischaltet, ist man dann so ein Flugsaurier. Und so, also. Sag mal, wie war das mit dem Kampf? Ach, man muss das dann nochmal drücken. Ich hab's schon wieder vergessen. Firefox ist eh ein bisschen tricky. Und hallo, Maru. Oh, ich krieg irgendwie nur Nice hin. Naja, gut. Candy Corn grübelt. Es gibt auch eine Trophäe dafür, beziehungsweise einen Erfolg, dass wenn man das Spiel nur, also wenn man immer das Maisbonbon dabei hat, das ist ja dann quasi der härtere Schwierigkeitsgrad und dann kriegt man da auch so eine Trophäe dafür. Weil das ja absolut nutzlos ist. Oh, hier komme ich irgendwie nicht durch. So. Hä? Oh oh. Ich glaube, ich hab's schon. Ach nee, okay. So, und hier, das sind auch so Heilbrunnen. Wenn man sich da dann bedient, dann heilt man sich auch nach dem Kampf, weil es nämlich keine Autoheilfunktionen gibt. Gut, ich würde sagen, wir helfen ihm einfach. Er steckt hier nämlich total fest und wir sollen jetzt sein Kostüm finden, damit er uns dann helfen kann.
Hier ist so eine Piñata, die hat dann ganz viele Bonbons drin, die im Prinzip auch die Währung im Spiel darstellen. Je mehr Bonbons ihr habt, desto mehr könnt ihr euch auch leisten. So. Jetzt haben wir schon die Perücke. Mal sehen. Er hat hier die Nase auf. So. Hoch. So, was brauchen wir denn noch? Irgendeins von dem Clown brauchen wir noch. Ja, auf uns anzusprechen. Hä? Bin ich unfähig, das zu finden? Ah, hier ist es, okay. So, jetzt haben wir das Clownskostüm vollständig. Das heißt, wir können dem Typen jetzt auch helfen. Und da schließe ich uns jetzt auch direkt an. So, jetzt erzählen wir ihm auch, dass eben... Gerade ist ja noch alles gut, aber wir kommen aus der Zukunft und wir müssen unbedingt die Zukunft retten. Und... Ha, ja. Wo war denn das jetzt? Ah ja, drücke R2. Ah, so war das. Und dann kann ich hier wechseln und bin jetzt der Clown. Noch ein komisches Kind, das uns anspricht. Ah ja, das ist der Little Bones, der uns dann ein Boot geben kann, damit wir zu der Hexenfamilie kommen. Okay, das ist jetzt die erste Quest im Spiel. Wir sollen eben genügend Süßigkeiten sammeln, damit wir dann sein Boot benutzen können. Und das können wir am besten machen, indem wir einfach hier klopfen und Süße sonst gibt's auch es rufen. Aber es wäre natürlich auch viel zu einfach, wenn jetzt jedes Haus einen ganz normalen Bewohner hätte. Hier ist nämlich so ein Kronos-Typ. Nee, ich spiele jetzt nur bis 13:45. Und jetzt sind wir ein großer Clown. Und dann ist Tomari am Start. Aber wir sind heute den ganzen Tag da mit ganz verschiedenen Spielen. So. Candy Corn hat immer noch keine Lust und unser neuer Mitstreiter ist auch jetzt ein Superheld geworden, weil wir das Kostüm vorhin getauscht haben. Candy Corn fühlt sich unzulänglich.
Oh, der scheiß Clown hat auch so eine Schwäche gegenüber dem Viech da. Bist du jetzt mal tot? Oh, wie, der hat noch... Noch 6 HP hat der, ey. Ah, Level up. So, ich muss mal kurz gucken. Das war jetzt die Aufgabe, um... Genau, noch 18 Häuser müssen wir... noch 16 Häuser müssen wir besuchen, um die Story voranzutreiben. Oh, 3 gleich. Oh je. Okay. Candycorn macht sich bereit, na klar. Boah, meine Top 3 Animes. Digimon. High School of the Dead. Und... Johnny Kamikaze lieben. So, ha. So, ich werde dann gleich mal, wenn ich das nächste Mal mit Monty dran bin, mal den seinen Hyperangriff, seinen Special-Angriff machen. Der reagiert irgendwie nicht auf unsere Hupe. Aber wir können ihn schlagen, so. Gehen wir mal die Häuser noch besuchen. Oh, ist schon wieder so ein Kronos-Typ, ey. Mann. Ich krieg immer nur nice hin, das ist irgendwie auch fies. Mann, ey, und dann hat er auch noch eine Schwäche dagegen. Voll fies.
Candy Corn ist nicht versichert, stand da gerade. Witzig. Ob das Blocken bei dem Maisbonbon überhaupt was bringt? Candy Corn hat einen Frisuren-Debakel. Ist schon witzig. Greif mal den hier an. Genau. Sehr gut. Ha! Ja, wir sollten kurz zum Heilbrunnen fahren. So. Moment, vielleicht kann ich das Maisbonbon auch schon ersetzen. Muss ich doch mal gucken, ob ich da schon hinkomme. Nein! Ich bin in den Gegner reingelaufen. Scheiße! Gott, schon mit den Weißen. Ah. Ha, das war mal amazing, cool. Candy Corn ist als tödliche Waffe registriert, okay. Ja. Oh, jetzt habe ich irgendwie nicht geblockt oder so, ne? So, sehr schön. Genau, das ist hier der Händler. Bei dem können wir jetzt das Sackboy-Kostüm kaufen, das PlayStation-exklusiv. Hahaha. So. Und jetzt können wir nämlich ihn endlich in ein sinnvolles Kostüm stecken. Und weitermachen. Fix dahin fahren, wo wir waren, nämlich hier. Ha. Bitte sei mal ein richtiger Mensch. Gott sei Dank. Ich glaube, die haben vielleicht
so diese Schuhe mit den Inlinern drin an oder so. Und dann mit Turboantrieb natürlich. So, ich glaube, wir haben jetzt hier alle durch, genau. Auf zu den nächsten Häusern. Hey, waren wir hier auch schon durch? Komisch. Ich habe ja richtig gut getauscht jetzt. Ich habe es echt drauf. Ehrlich. Jetzt habe ich ja doch das blöde Candy Corn dabei. Aber Factboy haben wir dabei. So. Immerhin. Sehr gut, nur einer ist noch da. Candy Corn steigt aus. So. Geschafft! Hat niemand mehr das Maiskorn an. Oh, ich wollte heilen. Ah! Oh, ich bin etwas verwirrt heute. Viele Häuser stehen noch auf unserer Liste. Acht. Acht haben wir. Boah, erst. Wo sind denn die anderen Häuser? Ah, hier. Nehme diese Süßigkeiten ab, bevor ich noch fett werde. Ha. Okay. Und dann hüpfen wir aber hier runter, um diese Kiste zu öffnen. Oh, das ist ja zum Glück nur einer. Der Kampf dürfte relativ fix jetzt gehen. Theoretisch.
Genau, jetzt ist gleich vorbei. So, einfach mal alles schlagen, was irgendwie rumsteht. Die ersten Quests sind alle ein bisschen nervig. Also gerade jetzt hier dieses Süßigkeiten abklappern Ding. Aber es wird dann eigentlich echt ganz witzig. Vor allen Dingen, wenn wir dann das Dino-Kostüm haben, dann wird es gleich viel besser. Dino ist echt cool. Nee, das stimmt schon. Das ist richtig. Aber mein anderer Spielstand war so ewig alt schon. Ach, hier. Genau, er will sich mit uns duellieren, aber wenn wir mit ihm besser tröten können als er sozusagen, dann kriegen wir jetzt gleich das Pterodactylus-Kostüm, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Kann man sich merken für die, wenn man selber mal in Bedrängnis gerät bei einem Krokodil, einfach so eine Clownströte dabei? Ist echt super. Genau, wir haben jetzt das Muster. Und. Oh. Jetzt brauchen wir nur noch das letzte Teilstück des Pterodactylus sozusagen. Oh, jetzt bin ich ja der Clown. Also eigentlich bin ich ja eh alle, aber... So, gleich war es das für dich. Du Kroni. Einer. Ein HP hast du noch, ja? Echt? Okay. So, wo war denn...
Wo ist denn... Nee, ich glaube, wir hatten hier eh alles durch. Heißt, wir können hier hinter... Ha! Ja. Das wäre ganz witzig. Hier ist noch so ein Haus. Können wir nicht rein. Aber hier hinten lang und ja. Ich glaube, hier ist das Pterodactylus-Ding drin. Nee. Hier irgendwie nicht. Aber hier sind noch in der Stadt ein paar Häuser und ein paar sehr dicke Menschen. Das sind wohl schon die Auswirkungen der Süßigkeiten. Ja, genau, so funktioniert das dann. Da kommt dann auch das Digimon-Lied, so na 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 und dann digitieren wir immer. Genau so funktioniert es. Nein, jetzt ist Renya fast tot, ey. So, ich mach mal Little Big Prügel. Dem Haus waren wir schon. Ah, noch 5, okay. Bitte sei mal wieder ein richtiger Mensch. Bitte sei ein richtiger Mensch. Nein. Oh Mann, ey. Oh, auch ein rosa, ne? Die waren auch fies. Aber zum Glück hat dafür der Clown endlich mal eine Stärke. Ha! Stimmt, das ist ein guter Vorschlag.
Am besten du schreibst es mal in unsere Steam-Gruppe. Ich habe da so eine Diskussion gemacht, wo man so Spielvorschläge reintragen kann. Alle haben eine Schwäche gegen die Technikviecher. Gehen wir schnell nochmal heilen. Ah, hier nebendran ist gleich eins, okay. Bitte, 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 ein richtiger Mensch, bitte. Ja! Gott sei Dank. Sehr schön. Bin ich denn jetzt hin? Achso, da ist so eine Pinata. Ah, okay. Ah, so. Na. Ha. Bald haben wir es geschafft. Hoffentlich habe ich dann alle Häuser auch auf dem Weg. Nicht, dass wir dann eins suchen müssen. Das wäre ärgerlich. Na gut, dann greife ich den hier zuerst an. Über die Steam-Gruppe da. Direkt in der Steam-Gruppe müsste die Diskussion sein. Theoretisch. Wenn ich nicht wieder irgendwas falsch gemacht habe. Oje. Oje. Wir haben Monty verloren. Hoffentlich schmiert mir sonst keiner ab, ey.
Oh nein! Hä, hey, warum kommen wir denn jetzt hier raus? Wo wir doch eigentlich in der Stadt waren. Okay, dann müssen wir uns erst heilen und dann den Rest vom Pterodactylus-Kostüm suchen. Damit wir diesen Blätterhaufen wegwirbeln können. Aber das war irgendwo hier unten. War das denn? Oh je. Nee, die haben auch nichts. Blöde Krokodile. Er auch nicht. Vielleicht ja der hier. Der sammelt nämlich, hat uns nur 300 Erfahrungspunkte gebracht. Aber nicht das Teilstück vom Pterodactylus, was uns noch fehlt. Wir können ja auch den hier einfach überfallen. Wo war das? Hallo, Pterodactylus. Das ist gerade ein bisschen blöd. Hier kommen wir auch nicht weiter. Da brauchen wir schon das Flugsauriertier dazu.
Na gut, machen wir. Sprechen wir einfach ein paar Touristen an. Vielleicht schenkt uns ja jemand das Teil. Ach. Ja, ich glaube, man sollte hier gewisse Dinge einfach nicht hinterfragen. So, jetzt können wir mit denen ganz tolle Musik machen. Gleich mache ich den auch fertig, sobald ich das letzte Stück für das blöde Kostüm gefunden habe. Nicht das gebracht, was wir gebraucht haben. Machen total schöne Musik. Ne? So, jetzt gib uns die $50 und schön. Das hat uns jetzt aber immer noch nicht weitergebracht. Und hier gab es ja nur die komische Karte drin. Ja.
Das ist jetzt echt scheiße, muss ich mal so sagen. Oder hier hinterm Haus? Nee. Vielleicht habe ich ja einen lieben Schatz, der mir das mal kurz gucken könnte, wo das ist. Wenn der mich überhaupt hört. Das war amazing, cool. Ich brauche ein Kostümstück für den Pterodactylus. Ja. Oh. Über dich, mein Maru-Schatz, meinte ich nicht ganz. Aber du darfst gern auch für mich suchen, wenn du möchtest. Bayou. Hä, einer bei einem Jungen. Na, die Schatzkisten habe ich beide schon, aber. Oh, da müssen wir jetzt doch NPCs anquatschen. Aha. Ich glaube, wir brauchen das die erste. Wir brauchen. Das weiß ich nicht, was das Flügelding oder so. Ja, ich weiß, weil die auch nur eine bestimmte Anzahl an Zeichen. Blauen und lilafarbenen Haus. Oh, vielleicht hier drüben.
Eine hier. Ah, hier. Hier vielleicht? Da war es irgendwie nicht. Hier ist noch was. Ah, wir haben's. Wir haben's. Sehr schön. Jetzt können wir uns unsere Süßigkeiten zurückholen. Vielen lieben Dank an alle, die geholfen haben. Dankeschön. Vielleicht gehen wir uns kurz heilen. Ja, wir können wohl alle erahnen, wer dieses Kind ist. Oh, so eine fiese Mom. Bitch, ey. So, jetzt haben wir unsere Süßigkeiten wieder. War leider kein Kampf, aber wir können den Kampf gegen eine Schnecke. Ich glaube, das war eine Schnecke. Lasst uns gegen eine Schnecke kämpfen. Das war hier unten. Genau. Die machen wir voll fertig, die Schnecke. So ein böses Kind, was? Haben wir die Schnecke platt gemacht. Ja, noch eine halbe Stunde, dann ist meine Zeit erstmal rum. Oh, und hier war wirklich nur eine blöde Karte drin. Na gut. Hui. Ich könnte jetzt dem Tomari das Mikrofon geben und er kommentiert das Ganze. Das wäre doch mal witzig. Huh?
Der will das. Der will das irgendwie nicht. So, jetzt müssen wir Lil Bones ja noch finden, weil der ja das Boot für uns eigentlich hat. Ich weiß auch genau, wo der ist. Hier nämlich. So, hier sind die Süßigkeiten. Jetzt lass uns mit dem blöden Boot fahren. So, und jetzt natürlich. Genau, geht kaputt. Yay! Gut, jetzt müssen wir also erstmal jemanden noch finden, der dieses blöde Boot für uns repariert. Zum Glück haben wir vorhin schon so ein paar Quests gemacht. Das heißt, es dürfte gar nicht so schwierig sein. Und er will natürlich genau $50 dafür haben, die wir vorhin zufälligerweise natürlich schon in der Quest bekommen haben. So ein Zufall immer in so Spielen. So, jetzt haben wir ein Paddel bekommen. Auch schön. Ah. Und wieder zurück. Und dann sind wir auch schon beim ersten großen Boss fast. Oh, so. Möchte mal wissen, wie lange die jetzt unterwegs waren. Und vor allen Dingen, eigentlich müssen sie ja im Kreis geschwommen sein die ganze Zeit, aber naja, ne? Das mit dem Realismus in dem Spiel haben wir ja schon ein bisschen hinter uns. Gut, jetzt sind wir hier angekommen. Sollten uns heilen. Fix, bevor wir uns weiter irgendwem nähern. Dem da zum Beispiel. Ich mag den Dinosaurier. Der ist so cool. Das wär's doch mal. Oh. Süßigkeiten-Simulator. Oh, jetzt ist der schon wieder verstorben, ey. Mann. Blödes Vieh, ey.
So, hallo. Ja, natürlich haben wir gesagt, oh, hier, da kommt ein böser Zahnarzt, aber die, nee, ey, der, mein Papi, der beschützt es. Und ja, entschuldigen Sie bitte, Sir, ich muss Ihnen etwas sagen. Hey, Kleine, weiß deine Mom, dass du hier draußen bist? Danke der Nachfrage, aber das ist ein Notfall. Und was für ein Notfall ist das? Unser Zahnarzt, er ist verrückt. Er hat einen Pakt mit einem Zeitzauberer geschlossen und jetzt ist er auf dem Weg hierher, um Ihnen den Talisman zu stehlen. Ein Zahnarzt, ja? Nun, ich kann euch versichern, dass wir es mit jedem Zahnarzt aufnehmen können, der hier vorbeikommt. Kann ich euch jetzt für einen Alligator-Burger erwärmen? Wir haben mehr als genug. Ja, der ist wohl auch nicht besonders hilfsbereit. Sie vielleicht? Nee. Dann doch. Sie nochmal? Ah ja, jetzt löst die Katze ihn aus. Warum hört ihr nicht auf mich? Halloween steht auf dem Spiel. Ganz ruhig. Seht mal, ich habe den Talisman bei mir. Alles ist gut. Seid vorsichtig damit, Dorsila. Unsere Familie verwendet ihn seit Generationen, um die Monster davon abzuhalten, durch dieses Tor zu kommen. Ich bezweifle, dass irgendein Zahnarzt plötzlich durch die Zeit reist und ihn stiehlt. Das ist jetzt meiner! Dorsila! Dorsila! Kann ich mal parallel rufen. Nicht zulassen, ich habe es schon getan. Verabschiedet euch von eurem ekelhaften, zähneversetzenden Feiertag. Bam. So, und jetzt können nämlich alle lustigen grünen Kobolde auch in unsere Zeit gelangen. So einfach geht es. Das reicht, damit ist jetzt Schluss. Ja, ja, das ist es. Chronoculus? Jo? So, das ist der erste Endgegner im Spiel. Der leider nicht so süß ist, wie er aussieht. Ja, ich glaube, die Kobolde kamen auch im ersten Teil vor. Stirbt doch schon. Macht irgendwie gar nicht seine Zeitzauberer-Angriffe. Irritiert mich gerade ein bisschen. Ah, jetzt macht er den. Oh, warum ist denn die Uhr unbedingt ein Technikding, ey?
Ah, scheiße, haben wir nicht geschafft. Und jetzt friert es natürlich auch mit dem Zeitzauber-Dings unsere ein, ey. So ein... Ah. Oh Gott. Hör bloß auf, meine Leute einzufrieren. Was haben wir denn hier für Halloween-Karten? Ah, Monty ist auch wieder da. Gott sei Dank. Puh. Nein. Ui. Ich glaube fast, das wird nichts. Wenn jetzt alle tot sind. Jetzt haben wir aber die Uhr erwischt. Ui. Oh. Oh Mann, ey. Das war knapp. Aber ganz schön knapp. So, und jetzt? Ja, der Zahnarzt hat ja jetzt trotzdem den Talisman. Müssen wir durch das Portal? Nee. Ich glaube, wir müssen wieder ganz zurück. Jetzt bloß nicht in die Zeitzauberer reinlaufen. Oder sind wir geheilt? Nee. Ist jetzt so ein bisschen Stealth, ne?
So. Geheilt, Gott sei Dank. Fahren wir mal zurück zu Everett und Lucy. Ups, das habe ich abgebogen. So. Unser Portal war doch hier, genau. Aber es ist irgendwie fort. Genau, wir haben jetzt schon dafür gesorgt, dass im Prinzip die Zukunft so nicht mehr stattfinden kann. Wir müssen aber ganz dringend in die Zukunft und nämlich den Zahnarzt vernichten sozusagen. Und deswegen machen wir jetzt was ganz Gewagtes. In 20 Jahren wird sie hier leben und in 20 Jahren haben wir dann auch, ist es hier eigentlich eine richtige schöne Vorstadt, ja? Ha. So, natürlich hatte sich das gemerkt und wir können wieder zurück in die Zukunft reisen. War ja nun doch kein Ding. Sind sie natürlich ganz geschockt, weil die natürlich eine Tochter haben. Witzigerweise. Oh. Kostümverstoß, Kostümverstoß. Oh. Ja, also die hätten das hier echt synchronisieren sollen. Das wäre, glaube ich, viel wichtiger, witziger gewesen. Aber gut, jetzt sind wir in Zahnstadt der Zukunft sozusagen. Und in der Zahnakademie angekommen. Und es ist echt witzig. Heute werden wir uns die Lesehausaufgaben von gestern ansehen. Danach habt ihr eine halbstündige Pause für Erholung mit Zahnseide. Also sehen wir mal, wer seine Hausaufgaben gemacht hat. Wer kann mir etwas über Halloween erzählen? Halloween? Ist das nicht die Tageszeitung von Österreich? Nein, Bert, es ist nicht die Tageszeitung von... Es ist ein Furz! Ah,
Duncan, keine Ausbrüche mehr von dir. Hihihi. So, dann melden wir uns mal. Okay, neues Kind. Remy, nicht wahr? Erzähl uns von Halloween. Halloween ist der allerbeste Feiertag. Alle können tolle Kostüme tragen und bekommen kostenlose Süßigkeiten. Falsch. Jetzt weiß ich, warum man dich zur Akademie geschickt hat. Du brauchst eine wirklich gute Erziehung. Kann jemand Remy sagen, was Halloween wirklich ist? Es war eine böse Nacht, in der Eltern ihre Kinder dazu verführt haben, Gift zu essen. Sehr gut, Laird. Du hast deine Hausaufgaben gemacht. Du erhältst einen Goldzahn. Und zum Glück hat Großvater weit vor langer Zeit das Übel Halloween abgeschafft. Also, wer kann mir etwas über die Schädlichkeit von Süßigkeiten für Menschen sagen? Dadurch fallen einem die Zähne aus. Gut, was noch? Sie vergiften einen von innen und bringen einen um. Bert, sehr gutes Begriffsvermögen. Was noch? Ja, Remy? Ich bin Wren und nicht Remy. Das habe ich doch gesagt. Nun, wie lautet deine Antwort? Süßigkeiten machen Kinder glücklich. Sie sind weich und lecker und klebrig und wunderbar. Weißt du überhaupt, was du da sagst? Du riskierst die Verunreinigung deiner Zähne mit diesen absurden Geschichten. Wenn du dich nicht an die Lektion erinnern kannst, plappere nicht solch sinnloses Kauderwelsch daher. Okay, meine Schüler, nächste Frage. Wie hat Großvater White die Repugianer befreit? Oh, er hat sie mit Süßigkeiten hervorgelockt. Falsch. Sonst noch jemand? Er hat gepfurzt. Danke, noch ein Ausbruch von dir und du musst nachsitzen. Hihihi. Er hat einen Hexentalisman gestohlen und damit die Monster dann nach seiner Pfeife tanzen lassen. Ja, damit sie zum Beispiel diesen dummen Gehirnwäscheunterricht geben. Das war's. Ihr Aufsässigen geht sofort zum Nachsitzen ans Ende des Flurs. Aber gerne doch. So. Kannst du knicken, dass wir diesen Gehirnwäschenunterricht nochmal machen? Und jetzt gehen wir hier halt zum Nachsitzen. So ein bisschen sieht er aus wie so ein Gremlin oder so. Noch mehr Unruhestifter. Setzt euch neben Halley. Gesicht nach vorn und kein Wort. Hey Leute, ich bin Halley. Warum seid ihr hier? Wir haben die Wahrheit über Halloween gesagt und ich schätze, das hier ist nicht erlaubt. Ja, also sie hat das auch und selbstverständlich sind von Halley die Eltern natürlich Lucy und Everett. Und ja. Reden jetzt so ein bisschen drüber. Und jetzt ist Halley auch in unserer Gruppe. Und jetzt müssen wir zusehen, wie wir hier eben rauskommen. Natürlich ist es in der Zukunft nicht mehr ganz so einfach wie noch bei uns. Aber gut, wir finden schon einen Weg hier raus. Tschüssi. Klippt er mit seinen Ohren durch die Tür. Ha. Das muss doch wehtun. So. Jetzt haben wir schon mal so ein Kostümdings bekommen. Jetzt brauchen wir noch... Müssen wir noch die Kostüme finden. Aber die sind glücklicherweise hier direkt versteckt. Gepuderte Perücke haben wir jetzt gesammelt. Und... Ah ne, hier waren wir schon. Hier ist, glaube ich, keins versteckt. Nee,
Sehr schön. Jetzt sind wir nämlich, Thomas Jefferson sind wir jetzt. Und wir können uns jetzt mit seiner Fähigkeit, der diplomatischen Rede sozusagen eben den Zugang verschaffen zu einem Beut. Ah ne, okay, da waren unsere Sachen alle drin. Sehr gut. Ah, oh, und der trägt schon wieder dieses blöde Maisbonbon. So. Jetzt können wir auch wieder ganz schnell fahren. Wir dürfen natürlich nicht einfach das Haus verlassen, aber das macht nichts, weil wir sind ja eh super, mega, hyper stark und von daher ist das ja kein Problem. Hoffe ich. Der sieht irgendwie sehr interessant aus mit seinem Kleidungsstil. Nehmen wir hier einfach gleich mal die Zerstörungserklärung. Finde ich sehr witzig gemacht. Ja auch ganz viel, ganz viele Lebenspunkte. Mal sehen, ob ich das in meiner Zeit noch schaffe. Wow. Sieht knapp aus. Krieg das mit den Blocken einfach nicht hin, ey. So. Nein! Na, ich werde das doch wohl noch schaffen. Komm schon. Stirb doch einfach. Oh je. Nein. Ah doch. Oh, oh mein Gott, ich habe noch 2 HP und er 65. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott.
Yay! Ich hab's geschafft. Sehr schön. Und meine Zeit ist auch rum. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und rate euch jetzt um 2 einzuschalten. Da spielt Tomari nämlich auf der Xbox One Lifeless Planet. Ich bin dann um 3 wieder für euch da mit Kitty Powers Matchmaker. Und ja, Dankeschön fürs Zuschauen und bis später dann. Das war nur Talent, Maru.